Er macht sauber. Typ, reparier das doch erstmal. Das macht viel mehr Sinn. Dieser ganze Klamottenhaufen hier, ne? Scheiße, Alter. Weil deine Mitbewohner die Sachen ja nicht einfach mal heile lassen können. Nein, das geht nicht. Es ist aber auch ein zu weiter Weg. Soll ich dir den Wäschekorb vielleicht da draufstellen oder so? Sieht überhaupt nicht wie aufgemalt aus. Und von der Seite ist es auch total dreidimensional, wie man sehen kann. Oh nein, Phyllis brennt. Wir lassen sie jetzt da stehen und rennen alle aus dem Haus. WTF, wo haben wir das denn alles gewonnen, ey? Es gibt einen Staubsaugerroboter. Das ist ja geil. Das waren die Fähigkeiten. Nun zum Wetter. Das sieht sie Muss er schon, das jetzt hier sieht sie eine schon. Wand hinpacken, ey? Was soll Einfach das? voll so hier. Bam! Bleib draußen! Ich. Scheiße! Weg mit dir! Mann, ey, scheiße. Entschuldigung. Heiko feiert das hier bestimmt auch gerade. Nö, ich bin total tiefenentspannt. In der Ebene würde ich 110 schaffen. Nice, Leute. Geiles Spiel. Sehr schön. So, was wollen wir wetten, dass der Name vergeben ist? Und jetzt habe ich sie Intelligenzia genannt. Was für ein Einstieg. Jetzt haben wir hier eine Tante, hier einen Typ. Geh mal weg, Inventar. Da kann ich mal eine Leiche anklicken und dann passiert hier nichts. Der zieht sich erstmal ein Schwert aus dem Oberschenkel. Das ist ganz normal. Eine Leiche, die für uns kämpft. Und unsere gute Intelligenzia, die überhaupt nicht lumpig-lappig aussieht. Guck mal, ich bin ein besserer Nekro, mein Freund. Oh mein Gott, das ist was Neues. Ja, diese Steine könnten ja auch mal Items geben oder so, ne? Dankeschön. Man muss das Spiel nur darum bitten, dann geht das. Mit seinem Anwaltskostüm rennt er jetzt zu Shiva auf die Schlemmerparty. Fokus Herrenhandtasche. Ich sag da nichts zu. Wo sind eigentlich die Gitarren auf dem Bett hin? Ja, und für unseren Mitbewohner machen wir einfach kein Bett, weil das braucht er auch gar nicht. Und dann steht der Anwalt im Wartezimmer und zweifelt die Aussage von der Pflanze an. Stickerfehler. Dann halt ein Fehler, mein Gott. Ich frage mich manchmal, ob die Leute gerade umstellen oder ob die das wirklich ernst so meinen, wie sie das bauen. Ich habe auch extra mal alle Mitteilungen ausgeschaltet, ja, ausgeschaltet. Einmal weiß wie die Wand. Ich habe zwar für 4.000 den Rasen hier gerodet, aber das ist ja kein Geld für zu Hause ausgeben. Ey, die Leute, die haben hier eine Einstellung, ey, meine Güte. Ey, du hast mich angerempelt, Digga. Wir lassen jetzt diesen arroganten, glatzköpfigen Arschmann ins Verderben reiten. Dann stellen wir denen doch eine Falle. Das riecht schon danach, dass wir das tun müssen. Geralt, du musst dich passend kleiden. Danach treffen wir uns in der Oberstadt in der Scharlatanallee. Also ich finde, ich bin passend gekleidet. Die Frauen sehen jetzt nicht gerade besser aus, ehrlich gesagt. Ja, okay. Also man kann den Charakter wohl sehr verunstalten. Wer von den Entwicklern hat sich das ausgedacht? Jetzt mal eine ernsthafte Frage hier. Oh mein Gott, ist das geil. Mit der Keule in der Hand. Ja, alles klar. Super. Dachte, ihr wartet ein starker Feind. Ich dachte, hier kommt so ein Elite-Boss, aber es sind einfach nur Untote. In der Nacht lauern überall die Toten. Ja, geil, Zombies. Ich spreche noch von Orientierung und was passiert? Ich habe keine. Naja, also der einzige Weg, den wir wahrscheinlich noch nicht gegangen sind, ne? Hätte man auch so formulieren können. Das sieht total normal hier aus. Hier ist nichts passiert. Da muss ich leider dran vorbeirennen, ey. Scheiße. Hallo? Ups. Heinrich. Ach so. Okay. Alles klar, ja.
Mhm. Ah! Nein! Er kann doch nicht schwimmen, Leute. Ich habe Angst, dass der gleich ertrinkt. Also, da ist er auch schon. Unser begehrtes Stück. Das Pferd ist echt super. Das macht seine morgendliche Trittübung. Deswegen muss es immer im Strohballen graben. Ist nicht komisch, in fremde Zelte zu gehen? An Tarzans Stelle hätte ich den jetzt ja umgeklatscht, ne? Sag mal, wo sind eigentlich meine Kollegen, ey? Die stehen vorm Fenster und kommen nicht rein. Ach, oh, du Tante, jetzt stirb einfach. Die Kraft der Heilung. Oh, endlich. Dankeschön. Sind voll cool, die Schmetterlinge. Daisy zieht mir die Feder lang und Daisy would kill me, oder was er gesagt hat, übersetze ich ja ein bisschen anders. Ach, die Badass-Vereinigung. Lol, was war das? Oh, ihr seid solche Gammeltypen.